Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt schon mal die eifrigen Minenarbeiter. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Zu der einen Mine. Die Wolfsmine, die wir in der letzten Folge befreit haben. Hier sind ja einige, meine ich. Hier zumindest besonders eifriger Sklave. Bring mich zur Wolfsmine. Bring mich zur Wolfsmine. Sagt wer? Questerfolg, besorge Eifrig. Ja, beweg deinen Arsch, sonst mache ich dir die Beine. Beweg deinen Arsch, sonst mache ich dir Beine. Ja, natürlich. Sofort, Herr. Folgt mir, ich zeige euch die Wolfsmine. Kann ich, ihn auch? Ne, nur ihn. Nur den einen, okay. Besonders eifriger Sklave. Okay, wir hatten also mehrere zur Auswahl. Ich hoffe, er wird es überleben. Wegen den Rippern, die da auch noch sind. Um die ich mich noch gar nicht gekümmert habe. Okay, jetzt ist still mit der Musik. Nur noch das Knistern. Der geht hier rum, okay. Dann fehlt nur noch die Goldmine, wo die Goldbrocken her müssen. So, Heilpflanze. Ich sehe nicht mehr. Da. Aber ey, ich bin auch stolz drauf, dass wir in der letzten Folge die beiden Riesendinos besiegt haben. Bitte nicht zu weit nach links. Bitte nicht zu weit nach links. Nicht zu weit nach links. Da ist ein Ripper. Du Idiot! Lauf weiter! Alter! So, hier ist die Wolfsmine. Dann nimm dir gleich eine Spitzhacke und fang an. Diese Mine muss wieder was abwerfen. Soll ich die Mine etwa ganz allein schmeißen? Wart's ab. Ich besorg dir noch ein paar andere eifrige Kollegen. Okay. Bringe mehr eifrige Sklaven zur Wolfsmine. Kriegen wir hin, oder? Da waren, glaube ich, zwei weitere, die ich auf jeden Fall safe gesehen hatte. Jetzt ist nur die Frage, wo im Norden hier ist die Goldmine. Die will ich auch noch finden. Vielleicht die eine, die wir da irgendwo gesehen hatten. Hier ist alles auch noch immer noch, die sind alle immer noch skeptisch mir gegenüber. Ich muss meinen Ruf auf jeden Fall hier wieder aufbauen. So, hier. Beweg dich ab zur Wolfsmine. Beweg dich ab zur Wolfsmine. Alles klar. So, wo haben wir noch Eifrige? Okay, ist jetzt nur der eine. Dann wahrscheinlich drinnen in dieser Goldmine. Sklave. Sklave. Normaler Sklave, normaler Sklave. Auch wieder ein normaler. Hier ist sonst keiner mehr.
Apropos, hier, Lagerfeuer. 25 rohes Fleisch. 68 rohes, gegrilltes Fleisch haben wir jetzt. Nice. Geht wieder voran. So, wo haben wir noch mehr Eifrige? Hier. Du gehst jetzt in die Wolfsmine und gräbst dort nach Artefakten. Du gehst jetzt in die Wolfsmine und gräbst dort nach Artefakten. Kein Problem. Hab nur gewartet, dass einer ruft vorwärts. Jo, alles klar. Gibt hier noch mehr? Da oben bestimmt noch. Ne, ich glaube nur drei, oder? Ich sag mal eben Bescheid, dass es jetzt wie ein Betrieb ist. So mehr eifrige Sklaven, glaube ich, haben wir hier auch nicht. Zwei eifrige und einen besonders eifrigen. So, Nemrock. Die Wolfsmine ist wieder in Betrieb. Die Wolfsmine ist wieder in Betrieb. Dann bin ich ja mal gespannt, wie lange es dauert, bis hier was ankommt. Gute Arbeit, Laura. Nice. Das speichern wir. Okay, jetzt nur noch die Goldmine suchen, die im Norden sein soll. Ich würde mal aber den Weg hier entlang laufen. Obwohl, das da könnte sie sein. Ich hoffe, dass das die ist. Und nicht irgend so eine Crawler-Mine. Das ist sie nicht. Wäre ich mal so dreist und würde das mal behaupten. Vielleicht noch weiter hier. So, komm. Ich will hier hoch. Hier gab es doch auch irgendwo noch einen Eingang. Ich glaube, das ist ebenfalls die Crawler-Dings hier. Gegen die Crawler traue ich mich nicht. Ich suche mal irgendwo anders. Die muss ja auch da hinten sein. Das hier ist ja eigentlich Osten und nicht Norden. Die muss schon da oben irgendwo sein. Geh mal hier entlang. Jetzt, wo es hell ist, kann ich ja hier auch gucken gehen. Ob ich hier eine Mine finde, entdecke, sehe oder erkenne. Lass mir raten, ich muss wahrscheinlich an den Rippern vorbei. So, rutschen wir hier mal runter. Sind zumindest heile unten angekommen.
Das könnte sie sein. Oder auch nicht. Ich höre hier noch wieder was. Dawson? Was machst du denn hier so alleine? Was du hier siehst, ist alles, was von der Mine hier übrig geblieben ist. Ivan, das abtrünnige Söldnerschwein, hat hier alles vernichtet. Was ist passiert? Was ist passiert? Ivan, das Schwein, sollte mit seinen Söldnern auf die Mine hier aufpassen. Doch kurzerhand bringt er alle um und macht sich mit dem geschürften Gold aus dem Staub. Ich würde viel Gold bezahlen, wenn jemand diesen Gottlosen ins Jenseits befördert. Der abtrünnige Söldner Ivan ist tot. Der abtrünnige Söldner Ivan ist tot. Das geschieht ihm recht. Tod allen Verrätern. Das lasse ich mich einige Goldbrocken kosten. So, 10 Goldbrocken erhalten. Brauchst du sonst Hilfe? Brauchst du Hilfe? Soll das ein Witz sein? Schau dich doch mal um. Ich brauche mehr Werkzeug. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche mehr Männer. Von alleine springen die Goldbrocken nicht aus dem harten Felsen. Geh und sprich mit Samuel, dem Anführer der Söldner in Geldern. Er soll mir neue Männer und Gerät schicken. Okay. Zeig mir deine Ware. Okay, der hat nichts für uns. Aber ich kann ihm die hier verkaufen. Die behalte ich mal. So, aber die Dinger. Der hat 16.000. So, Schlafzauber brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Krankheit heilen brauchen wir auch nicht mehr. Heilung könnten wir noch als einziges gebrauchen hiervon. So, dann hier. Den behalten wir. Kann weg. Kann weg. So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und das kann weg. So, und dafür ein Goldausgleich hätte ich gern. So, und warum habe ich jetzt mein Schild nicht ausgerüstet? So. Das nehmen wir alles mit. Vielleicht gibt es hier noch Gold irgendwo. Abgesehen davon. Womit denn? Wie jetzt? Ich habe doch eine Spitzhacke. Habe ich ihm die Spitzhacke jetzt verkauft? Ach nö. Zeig mir deine Ware. Ich hätte gern eine Spitzhacke wieder, bitte. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt nur eine verkauft. Von den zwei, die ich hatte. Aber das wird hier echt nicht reichen, was wir haben. So, und hier nochmal. Gibt es hier sonst kein Gold? Nichts, was hier einfach so mal rumliegt oder so? Wir brauchten ja nur noch 26 oder 28. So, Eisenhalm nehmen wir beide mit. Ich glaube, da oben sind die Dinger. Und da sind die Ripper.
Ich renn hier mal durch. Ist nicht mehr mein Problem hier. Ja, so macht man das. Okay, mit Samuel müssen wir reden. Wo ist Samuel? Beziehungsweise ich liefere hier schon mal Gold ab. Die paar, die wir jetzt haben. Hier hast du ein paar Goldbrocken. Hier hast du Goldbrocken. Das sind noch nicht genug. Ich brauche 50. Geh und hole sie. 8 fehlen mir noch. So. Wo ist Samuel? Samuel. Dawson braucht deine Hilfe draußen in seiner Mine. Dawson braucht deine Hilfe draußen in seiner Mine. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt? Ein Söldner namens Ivan hat die Mine geplündert. Dieser gottlose Hundesohn. Hätte mir denken können, dass dem Kerl nicht zu trauen ist. Ich mache mich mit meinen Jungs sofort auf den Weg und baue die Mine neu auf. Hier ist dein Sold. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hat er noch irgendwie... Das hätte ich dir vorher sagen können. Langschwert, macht nur 75 Schaden. Wenn er so weitermacht, wird es nie was. Nee. Aber warte, ich kann ihn. Am besten du erledigst das selbst. Warum ist. Hätte er doch besser wissen müssen. Mein Dings hier. Nicht mehr ausgerüstet. So. Jetzt. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Kann ich ihm jetzt davon berichten? Wegen der Goldmine? Nein! Wir wissen Punkte. Nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay, da muss ich noch ein bisschen was machen. So, wenn ich mit denen jetzt dahin gehe. Briggs, Samuels linke Hand und Butch, Samuels rechter. Und Samuel, wenn ich mit denen dahin laufe, ich speichere einmal, ich weiß jetzt nicht, ob die es überleben werden. Wird wahrscheinlich mit anpacken dürfen. Wenn die zu der Mine gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind. Immerhin sind wir jetzt zu viert. Und müssen da die Viecher erledigen. Warum sind die so tätowiert im Gesicht? Also ich würde mich niemals im Gesicht tätowieren. Vor allem, ich finde allgemein so Tattoos im Gesicht echt nicht schön. So, ich laufe mal mit denen so mit. Mal gucken, wie die sich gleich schlagen. Die laufen mir aber echt zu langsam. Immerhin, er hat hier, also links neben mir, der im Gesicht tätowierte, der hat denselben Schild wie ich. Wir sind Schildbrüder.
Die Biester lernen es nicht. Da sind noch mehr von den Biestern. Da sind noch mehr von den Biestern! Mal gucken. Ich werde ihm halt mal helfen hier. So. Nehme ich wieder alles. So. Den nächsten. Nein, nicht den Söldner. Ich will den Ripper. So. Wieder alles nehmen. Wo kommt der denn her? Kam auf einmal ein Vierter. So. Den Ripper. Alter, wie viele? Ich speichere nochmal. Ich glaube, das werden die nicht überleben, oder? Obwohl, doch. Warte, den da muss ich helfen. Armselige Kreatur! So, nehmen wir mit. Da ist noch so ein Mistvieh! So, Samuel, muss dir helfen. Elendes Drecksvieh. So, die haben es überlebt. Immerhin, speichern. Und Leben aufladen. Ah, jetzt liegen hier Goldbrocken. Die wir brauchen. Nice. So, die brauchen wir alle. Und den Rest kann ich ja verkaufen. Geh jetzt besser. So, gibt's hier noch mehr? Da ist noch mehr. So, Goldbrocken. Reden wir gleich nochmal mit Dawson. So, ich will an deinen Goldbrocken da. Da war es gerade ganz kurz. So. Butch? Nein. Samuel? No. Da liegen noch zwei. Dawson. Danke, mein Freund. Endlich läuft die Mine wieder. Das war sehr großzügig von dir, mir zu helfen. Jetzt kann ich endlich wieder unbeschwert an die Arbeit gehen. Jo, alles klar. Gern geschehen. Nochmal 10 Gold. Okay. Jetzt haben wir aber mehr als genug, oder? Das speichere ich einmal. Die haben es überlebt. Wir kamen hier heile an. Können wir die Quest jetzt auch endlich abschließen? Und ich hoffe, wir kriegen genug, um die beiden haben wir vergessen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt genug, um da endlich mal rein zu dürfen. Zum Chef Grog.
So. Wir sind da. So, hier hast du deine Goldbrocken. Hier hast du Goldbrocken. Gut, das soll erstmal reichen. Hier ist dein Lohn. Nein, wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Ein Scheißpunkt fehlt mir noch. Der lässt mich nicht zu... Ich speichere trotzdem mal. Was fehlt mir hier dann? Bringe mir eifrige Sklaven zu Wolfsmine. Bring Nemrok das Artefakt aus der Ruine im Norden. Wo finde ich noch Artefakte außer an der Wolfsmine? In diesem Teil Mythanas und Gelderrum ist eine große Menge an Artefakten zu finden. Wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, alle Bereiche zu erschließen. Im Norden gibt es eine alte Ruine auf einer Felsspitze. Geh und sieh nach, was dort zu holen ist und bring es mir. Oder ich guck mal, vielleicht finden wir hier noch ein paar eifrige Sklaven. Irgendwo rumlungern. Ach komm, wir pennen in seinem Bett mal bis zum nächsten Morgen. Und bis zum nächsten Morgen schlafen. Wo könnten noch mehr eifrige Sklaven geben? Also die sind ja alle eigentlich hier, oder? Sklave, 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 Sklave. Sklave. Sklave, Sklave, Sklave. Noch ein Sklave. Ich brauche noch einen Eifrigen. Keine eifrigen Sklaven? Keine Ahnung, wo ich jetzt noch einen herholen soll. So, das war zu weit. Na wirklich, wo soll ich jetzt noch einen finden? Wie viele soll ich zu Wolfsmine schicken? Da drin gibt's keinen. Er hat hier keinen. Hier ist keiner. Gibt es da oben noch jemanden? Verdammt, was ist los? Hier sind nur Orksöldner. Wo kriege ich noch einen her? Hier ist auch keiner. Hä? Er hat hier noch einen. Ich will keinen Ärger haben. Störe nicht meine Gedanken. Wo finde ich hier noch einen Sklaven? Also einen Eifrigen.
Vielleicht in einen der anderen? Ich habe keine Ahnung. Bring Nemrok das Artefakt aus Orin im Norden. Komm, scheiß drauf, dann gehen wir mal nach Norden und suchen mal die Ruine. Aber wo soll die sein? Ist das das versunkene Ding da oder irgendwo weiter oben? Und was soll denn das Ding sein hier, das Artefakt? Komme ich hier hoch? Ein bisschen springen schaffen wir das, glaube ich. Irgendwann. So, Herrscherkraut, perfekt. Noch eine Waldbeere. Und hier haben wir Harnischkraut. Kann ich von hier aus die Ruine sehen? Ich glaube, die Ruine meinte er. Oder... Ne. Oder die. Wenn ich jetzt auf die Map gucke. Ne, es muss schon irgendwo hier sein. Ah, hör auf zu ruckeln. Ja, wir rutschen noch ein bisschen. Ich speichere noch einmal, aber ich weiß jetzt echt nicht, wo welche Ruine gemeint wird. Und hier ist ja keine zu erkennen. Oder doch? Nee. Ach, hier sind wir. Bei denen. Ah, okay, das ergibt Sinn. Bozep? Nee. Oder Bozep. Eigentlich Bozep. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich jetzt an den letzten Dingspunkt hier komme. An dem muss ich jetzt vorbei. In der Hoffnung, dass ich auch nicht angegriffen werde. Einfach mal drei Trolle. Der hat mich. Okay, den habe ich abgeschüttelt. Was haben wir hier? Zwei Truhen einfach mal. So, mit Brot und Möhre.
Okay, wie abrupt die Musik hier sich jetzt geändert hat. Aber ich glaube, das ist der Weg, den ich gesucht habe. Hier nochmal Herrscher-Cloud. Und Kronstöckel, perfekt. Was haben wir hier? Kriegen wir die auch? Abgebrochen. Abgebrochen. Ja, komm. Ich brauche einen Dietrich. Nein. Ich brauche einen Dietrich. Ich habe keine Dietriche mehr. Dann habe ich jetzt ein Problem. Ah, doch, hier. Hier sind wir richtig. Ich muss Dietrich organisieren. Das sind Wags. Ich hoffe, ich komme an den vorbei. Warte mal, ich speichere mal hier und dann versuche ich an dem Schattenläufer vorbeizuschleichen. Ne, der kriegt trotzdem was von mir mit. Kommen die an mich hier oben ran? Kann ich die Pfeilart ändern? Eben. Wir haben den normalen Pfeil. Vielleicht auf Feuerpfeil? Vielleicht machen die mehr Schaden dafür? Okay, der brennt. Ich hoffe, wir kriegen die hin. Das sind mir echt zu viele Schattenläufer. Gleich 4 Stück. Aber Feuerschaden hilft. Nein, der ging daneben. Kann ich hier einen treffen? Ernsthaft? Ach komm schon. Will ich jetzt nicht alles verbrauchen? Ja, brenn. Ich glaube, die kommen hier nicht hoch. Nein! Komm, hört auf, euch zu bewegen. Einfach drauf gehen, ja? Ihr tut mir damit einen riesen Gefallen. Das wisst ihr schon, ne? Wenn ich alle 4 erledigt bekomme. Ja, 300 Erfahrungspunkte. So, wen von denen kann ich jetzt treffen? So, einer hat hier noch richtig viel Leben. Der hier.
Ja, jetzt der. Hat jetzt richtig viele Feuerpfeile gekostet. Okay, der brennt nieder. Komm. Stirb. Ja. Ich werde hier einmal speichern müssen. Und gucken, wie viel der jetzt noch hat. Warte, wie viel habe ich noch an Feuerpfeilen? 107. Okay, den kann ich treffen. So, jetzt müsste der aber niederbrennen. So hoffe ich doch. So, Wölf und Wargs sind da hinten. Das speichere ich jetzt noch einmal. Hier dürfte jetzt nichts mehr sein, ne? So, meine Feuerpfeile will ich aber wieder einsammeln. Da will ich jetzt nicht zu nah, aber wir haben das geschafft. Was haben wir hier? Ogerblatt. Und Feuernessel. So, Sonnenkraut. Noch ein Sonnenkraut. Nach was genau suchen wir hier? Ein Fläschchen. Schattenzepter. Sonst nichts? Kommen wir da hoch? Vorausgesetzt, wenn wir jetzt da reinspringen, kommen wir auch da wieder raus? Wir kommen hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, das war jetzt ein Fehler, hier reinzuspringen. Okay, wir müssen laden, wir kommen hier sonst nicht mehr raus. Jetzt steckten wir hier fest. Kann passieren. Passiert am besten. Naja, ich war neugierig, wollte wissen, was passiert, wenn wir da reinspringen. So, dann heißt das, wir können jetzt eigentlich nach Geldern zurück. Wir haben etwas eingesammelt. Was haben wir eingesammelt? Wir hier nicht irgendwas eingesammelt? Ach, hier Schattenzepter. Das ist das Artefakt wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Ich suche mir den Weg wieder zurück. Nach Geldern. Oder warte, wir haben doch Teleportsteine. Nach Geldern. Ich wollte schon sagen.
So, ich habe dir was mitgebracht. Hier, ich habe dieses Zepter in der alten Ruine im Norden gefunden. Hier, ich habe dieses Zepter in der alten Ruine im Norden gefunden. Besonders wertvoll aus. Ich denke, du kannst es behalten. Gut gemacht. Dann muss ich niemand mehr in die Ruine schicken. Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer? Lässt du mich jetzt zu eurem Anführer, Grog? Du hast schon viel für Geldern getan. Du darfst zu ihm. Okay, nice. So. Und du willst bestimmt Artefakte haben, ne? Nee, wollte er nicht. Aber ich speichere das jetzt. Weil, wenn wir hier jetzt schon rein dürfen, dann gibt es da noch jemanden, den wir verpetzen dürfen. Halt! Keinen Schritt weiter! Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. So, Krieger. Krieger, Krieger, Krieger. Krieger. Schamane. Noch ein Schamane. Noch ein Schamane. Ich will an dessen Pulte. Hier haben wir schon mal einen. Uninteressant. Ah, hier sind wir. Okay. Haben die hier noch ein Dingens? So ein Ring? Ring des Alchemisten? Buchständer? Hier steht was über Alchemie. Nice. 69. Schöne Zahl. Okay, hier ist jetzt aber kein Dingens jetzt. Und Innos sprach zu seinen Dienern, errichtet mir ein Portal, auf das ich auf ewig über diese Welt herrsche. Und seine Diener taten, wie ihm geheißen ward. Altes Wissen haben wir nochmal erhöht. Gibt's hier noch? Uninteressant. Toll. Da sind aber nochmal zwei. Kann ich das dann nehmen? Ne, schade. Hier steht was über Alchemie. Nice. 72. Als aber Belial sah, was die Diener Innos taten, schrie er vor Zorn. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Okay, altes Wissen auf 46. Aber ich sehe hier jetzt keinen Ring. Ich suche gerade noch so einen Ring. Ring des Alchemisten müsste doch hier irgendwo sein, oder nicht? Hier haben wir einen Goldteller. 2, 3, 4. Warte mal. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier. Vier Goldteller. Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Habe ich es vielleicht übersehen oder so? Ah, hier ist Nummer 5. Und da ist Nummer 6. Okay, 6 Goldteller. Grog? Sag, was du willst. Und dann geh wieder. Ich habe wenig Zeit. Wie laufen die Ausgrabungen? Bist du gekommen, mich zu verhöhnen, Mora? Du siehst doch selbst, wie beschwerlich unsere Ausgrabungen vorangehen. Alle Orks des Landes sind auf der Suche nach den göttlichen Artefakten.
Wir heben Unmengen von Unrat aus den Stollen der umliegenden Gebiete. Aber wenig davon scheint von höherem Wert zu sein, als das, was man auf den Märkten dafür bekommt. Hast du was für mich zu tun? Hast du was für mich zu tun? Ja. Ich hätte da etwas für dich. Es wurde uns berichtet, dass sich in den umliegenden Gebieten Druiden breit gemacht haben. Sogar der mächtigste der Druiden soll dabei sein. Sein Name ist Runak. Ich muss mehr über die Druiden erfahren. Ich habe schon Suchtrupps losgeschickt, um sie zu finden. Wohin hast du die Suchtrupps geschickt? Wohin hast du deine Suchtrupps geschickt? Den einen nach Süden, den anderen Trupp nach Norden. Bolok ist der Anführer des Suchtrupps im Norden. Doch es ist schon einige Zeit her, dass er sich gemeldet hat. Geh und sieh nach, was die da treiben. Aber beeil dich damit. Ich hasse es zu warten. Klar? Okay, was weißt du über Xardas? Was weißt du über Xardas? Xardas? Ich sage dir mal was über Xardas. Während er in seinem Turm in Nochtmar sitzt und gemütlich seinen Hintern am Kaminfeuer wärmt, stehen unsere besten Krieger irgendwo in der Wüste und bewachen Sklaven. Und bisher ist noch keines von den Artefakten angekommen, die er sucht. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Mora! Aha, okay. Die sind, das will ich nicht verraten. Gurok und sein Druiden-Suchtrupp haben scheinbar nie die Stadt verlassen. Taschendiebstahl? Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Wo sucht ihr nach den göttlichen Artefakten? Das ist kein Geheimnis, Mora. Jeder Tempel des alten Volkes wird von uns durchsucht. Aber wenn du es genau wissen willst, dann sieh dir diese Karte an. Wir folgen alle noch so kleinen Hinweisen aus alten Schriften und Legenden. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Karte der Ork-Ausgrabung. Was weißt du über die göttlichen Artefakte? Die Bedeutung der göttlichen Artefakte blieb uns Schamanen bisher verborgen. Der Einzige, der mehr darüber zu wissen scheint, ist Xardas selbst. Was genau wollt ihr von den Druiden? Die speziellen Fähigkeiten der Druiden sind für uns noch ein ungeklärtes Mysterium. Wir wissen nur, dass sie sich dem Studium verschiedener Tierarten verschrieben haben. Von diesem Wissen beziehen sie ihre Macht und Kampfkraft. Wir müssen unbedingt mehr darüber in Erfahrung bringen, um ihre Kampfkraft besser einschätzen zu können. Bring mir etwas über alte Magie bei. Nee, lassen wir mal. Den Rest will ich nicht verraten. So, ich gucke mal. Wir haben 12 Lernpunkte. Und wir können Resistenz gegen Kälte lernen. Ich speichere mal. Ich will mal gucken, was passiert, wenn wir die goldenen Teller mitnehmen. Okay, die darf ich einfach so nehmen. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du wagst es, mich zu bestehlen? Da! Mara! Da! Ja! Nein! Ich wollte es mal ausprobiert haben. Okay, die haben das anscheinend irgendwie gesehen. Dann muss ich das vielleicht im Schleichen machen oder so. Oder während die schlafen. Ich glaube, während die schlafen würde mehr Sinn machen, ne? So, kann ich mich hier erstmal schlafen legen? So, bis Mitternacht schlafen. Schleich hier nicht so rum, Mora. Ich schleich hier nicht. Ich gehe schon raus. Das ist
So, sind die alle schon im Bett? Ey, Mara! Warum schleichst du hier herum? Hey, Mara! Warum schleichst du hier herum? Mich zu wecken, Mara. Hier steht was über Alchemie. Ah, nice. Neues über Alchemie gelernt. Hier jetzt nochmal raus. Alter, wieso müssen die mal hier so durchlaufen, ne? Speichern noch einmal. Und ich gucke, ob ich das jetzt mitnehmen kann. Ich warte, bis der weg ist. Warte mal. Was schleichst du hier herum, Mora? Hat er mich gesehen? Was schleichst du hier herum, Mora? Ich schleiche halt. Nicht. Du wirst hier als Dieb gesucht. Vergessen wir die Sache. Nein, du ehrloser Dieb. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir machen hier vielleicht dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.